Was mache ich denn heute? Aussaatvideo. Gartenarbeiten im März. Ernterundgang. Gott, bin ich Sascha von Selfbio oder was? Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt, heute hier endlich mal wieder in unserem Berliner, genauer genommen Pankower Kleingarten, hier in der Kleingartenanlage Rosenthal Süd bei bestem Wetter, ist jetzt Ansichtssache, aber ja, ich war über 5 Wochen in Thailand. Und noch länger gab es keine Videos aus dem Kleingarten. Und habe ich lange überlegt, was für ein Video könnte ich jetzt machen, so als Einstieg, so richtig energetisch in das neue Jahr, in die neue Gartensaison. Und dann habe ich so gedacht, ich würde mal ganz ehrlich und offen zeigen, wie es bei uns derzeit aussieht. Also ich mache einen Rundgang durch den 450 Quadratmeter großen Kleingarten und zeige euch, was so ansteht. Und da das bei unserem allerersten Video vor ziemlich genau 2 Jahren auch gut funktioniert hat, werde ich euch nicht sagen, was ihr auszusehen habt und was ihr an Gartenarbeiten zu machen habt, sondern ich frage euch. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, nachdem ich jetzt so lange am Strand gelegen habe oder mich bekochen habe lassen und, habe ich mich noch gar nicht so großartig damit beschäftigt und höre da sehr, sehr gerne auf eure Tipps, die ihr habt. Wenn ihr allerdings auf der Suche seid nach Tipps zum Thema Aussaaten im März, ja, Gartenarbeit und so weiter und so fort, dann kann ich euch nur eins ans Herz legen. Schaut mal auf dem YouTube-Kanal vom Sascha vorbei. Selfbio. Es ist ein ganz professioneller, der macht das richtig schön, da könnt ihr richtig viel lernen. Der hat auch professionelle Gärtner an seiner Seite. Also da schaut einfach mal rein, wenn ihr tatsächlich auf der Suche nach dem Ganzen wart. Da ihr bisher aber auf meinen kleinen Trick, ich will es jetzt gar nicht mal Clickbait nennen, reingefallen seid, seid ihr auch dazu verdonnert, dran zu bleiben. Schaut euch das Video an, gebt einen Daumen nach oben und abonniert bloß unseren Kanal, denn dann seht ihr, wie diese Gartensaison im Berliner Kleingarten so aussieht. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, dann kann es eigentlich nur besser werden. Denn ja, es liegt ziemlich brach hier alles bei uns im Kleingarten und es muss einiges getan werden. Deshalb meine Aufforderung nochmal an euch, meine Bitte an euch, schreibt doch gerne in die Kommentare, wo sollen wir anfangen. Weil wenn ich hier mal schaue, sehe ich zwar schon die ersten Knospen der Magnolie, ja, wo wir uns schon riesig drauf freuen. Die wird bestimmt wieder richtig prachtvoll. Aber ich sehe auch Massen an Unkraut. Stimmt gar nicht, so viel ist es nicht. Hier ist ja auch Professionelles dabei. Scheuchenschnabel oder Frauenmantel. Den Unterschied, den habe ich bis heute nicht begriffen. Viele, viele Sachen. Da drüben noch der Boretsch vom letzten Jahr. Das sind die... Was waren das? Gladiolen? Nee, irgendwas, wo es auch hieß, raus damit oder nicht raus damit. Bei einigen, die lagern die immer im Winter ein und andere haben sie immer drin gelassen. Könnt ihr anhand dieser Pflanzenstruktur erkennen, was das hier... Das waren diese wunderbaren Blüten. Wenn ich da eine Aufnahme finde, dann blende ich die mal ein. So, lasse ich das jetzt einfach so noch für Insekten und damit das hier einfach vergammelt oder schneide ich es klein... Was meint ihr? Unkraut wegmachen? Dieses ganze Graszeug macht wohl Sinn, wa? Das hat immer schon hier letztes Jahr auf dem Weg so genervt.
Und dann direkt abmulchen wieder. Hier haben wir immer mit Rasen gemulcht und hatten auch zum Teil so ein Strohmulch und so ein Chinagras. Ja, sieht echt traurig aus, das schöne Blumenbeet. Da gab es ja auch immer eine Menge Ideen für. Und ich bin auch mal gespannt, was da dieses Jahr wiederkommt. Was auf jeden Fall schon mal wiederkommt, ist hier die... Oh Leute, ich vergesse die Namen schon. Ist ein paar Wochen nicht da gewesen. Die sogenannte Petersilie. Nee, sieht aus wie Petersilie oder Koriander. Ist aber nicht Anemone. Doch, nee. Gott, Leute, ihr merkt, ich muss wieder reinkommen. Wie heißt das Ding? Naja. Dann, wir haben Wildschweine bei uns in der Kleingartenanlage. Ganz spannende Geschichte. Und ich habe gedacht bisher, wir haben keine bei uns hier drin gehabt. Glaube ich auch weiterhin nicht, weil wir haben ja Mäuse. Und die haben dann für den Bokashi hier ausgeleert. Die haben hier so ein bisschen sich vergnügt drin. Das sieht aus wie eine Maus und nicht wie ein Wildschwein. Ja, also wir haben mit den Wildschweinen bisher hier scheinbar Glück gehabt. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das erste Video, mittlerweile sind es ja fast 100 Videos, die es aus unserem Kleingarten schon gibt. Schaut es euch einfach nochmal an, wenn ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt. Aber das erste Video, wo ich gedacht habe, diese Hortensie hier ist tot. Sie ist wieder tot. Nee, ist sie natürlich nicht. So sieht die aus im Winter. So sieht die aus. Ja, Klärgrube. Oh, muss ich auch mal reingucken, ob die abgepumpt werden muss. Hier stehen noch die letzten Blüten, natürlich total vergammelt schon, von der Rose. Ja, hier total vergammelt. Aber was ich hier auch schon sehe, wie bei der ist es mein Ernst jetzt? Ja, komme ich noch drauf. Hier schon Knospen zu sehen, frische Triebe, junge Triebe, sehr schön. Oh, aber was ist das hier? Müssen wir da was tun? Kann man da was tun? Oder lassen wir das so? Leute, ich brauche wirklich in diesem Video unbedingt eure Hilfe. Schreibt mir, was ich nicht weiß. Ja, hier vorne hatten wir im letzten Jahr, Ende letzten Jahres noch das Laub gesammelt. Das ist noch da. Da sind noch, ist noch Naturabfall drin, also Gartenabfälle. Das muss noch zum Komposthof. Hier hatte ich ein bisschen anderes Mulchmaterial hin verlagert, was irgendwo lag. Oh, ich will mal in den Kompost gucken. In den Thermokomposter, wie der so aussieht. Naja, wie soll der schon aussehen, ne? Nicht so, da kann man vielleicht noch ein bisschen effektive Mikroorganismen aus dem Bokashi raustun. Die ganzen Bokashis hatte ich letztes Jahr noch ausgeleert. Auch hier der Kompost. Der kompostet so vor sich hin mit den restlichen alten Physalis. Das afrikanische Hartholz. Gab's einen Kommentar unter einem Video? No go, wir hätten Holz aus Afrika hierher geholt. Das wäre ja völlig unzeitgemäß. Also, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, ob dieses Holz wirklich aus Afrika kommt. Ich bezweifle das, ja. Ich vermute nur, dass es eine Holzsorte ist, die ursprünglich aus Afrika stammt. Und selbst wenn, also wir haben das ja bei eBay Kleinanzeigen gekauft, das war schon da. Also das ist so, Ich weiß auch nicht, ob der Begriff afrikanisches Hartholz einfach war, um das teurer zu verkaufen, ja. Ist ja einfach Haselnuss. Nee, ist natürlich nicht, aber da hatte dann eine Person unter dem ein Video drunter geschrieben, das wäre jetzt ein Grund, uns zu deabonnieren. Schade eigentlich, aber ich sage tschüss. So. Was haben wir? Ja, die Brombeeren vom Nachbarn. Auf die freuen wir uns auch schon. Die waren immer lecker, ja, auch mal lästig, aber wir dürfen ja schneiden. Wir haben ja die Freigabe, alles, was bei uns rüber zuwächst, zu schneiden und wir dürfen auch ernten, wo wir überall rankommen. Hier, mein Garten-Bokashi, mein Großen, den ich angelegt habe. Da bin ich Anfang des Jahres wirklich mal gespannt, was dabei rumkommt. Der Wein hier sieht natürlich jetzt im Winter entsprechend traurig aus. Ja, und hier hatte ich ja schon einiges noch ausgesät im Herbst, Winter letzten Jahres. Ist nicht mehr viel geworden, außer Unkraut. Aber naja, unser Teich sieht auch ein bisschen traurig aus. Aber, oh, da ist was reingeweht. Nehme ich mal gleich raus.
Ich finde ja natürliche Unordnung, so ein kleines Chaos oder so, die Natur, das ist ja alles gar nicht wirklich Chaos. Das ist einfach Natur dann, ja. Das ist ja okay, aber Plastik muss da jetzt nicht drin schwimmen. Bin mal gespannt. Ich glaube, auch im letzten Jahr hatten wir sehr früh, schon im März, da die Molche drin, die Jungtiere. Bin ich mal gespannt, wie das dieses Jahr wird. Wenn ihr wissen wollt, wie wir das Ding angelegt haben, weil vorher war das viel, viel kleiner, als wir den Garten übernommen haben, dann schaut euch einfach mal das Video an, was ich euch hier verlinken werde. Ja, dann, ach, diese schöne Schlachtwanne, die wir ja damals mit dem afrikanischen Hartholz zusammen gekauft haben, sieht natürlich jetzt auch traurig aus. Ich weiß gar nicht, was das alles für Pflanzen sind, ob man die jetzt einfach zurückschneidet. Mal davon ab, die haben auch die Samen sich ja hier selbst schon wieder aus. Wahrscheinlich wird das hier komplett sich selbst wieder schön machen, diese Wanne. Und hier vorne Kräuter, da hatten wir ja alles mögliche. Schnittlauch, Rosmarin, Oregano, hier auch Lavendel eine ganze Menge. Salbei, der Salbei, der lebt noch. Er lebt noch, ja. Hier die Bokashi-Eimer, die ich ausgeleert hatte, die haben ihren Weg gefunden dort in dieses Beet, weil da wieder was Kräftiges rein muss. Da hatten wir ja Bohnen dran, da hatten wir Kürbisse und Zucchini. Das lief im letzten Jahr nicht so gut. Und ich bin mir nicht so sicher, ob es nicht vielleicht auch an dem komplett abgemulchten, also ob das an dem Mulchmaterial lag, was wir hier hatten. Diese Holzhäcksel. Aber wegmachen können wir sie, oder wollen wir sie ja nur auch nicht. Naja, ich bin mal gespannt. Aber das mit dem Mulch ist auch eine gute Sache oder eine gute Frage, die ich mir jetzt stelle. Sollte man das jetzt mal beiseite haken, weil wenn die ganzen Aussaaten da reinkommen oder die Jungpflanzen, wie geht ihr mit diesem Mulchmaterial um? Wird das erstmal beiseite gemacht bei euch und dann später wieder aufgegeben, wenn die Jungpflanzen da einigermaßen größer geworden sind? Ja, hier hatten wir das Experiment mit dem Schneckenzaun gewagt. Wir hatten ehrlich gesagt letztes Jahr nicht sehr viel mit Schnecken zu tun im Vergleich zu dem Jahr davor, wo es extrem viel war. War aber auch im letzten Jahr nicht ganz so feucht wie davor. Was wir sagen können ist, ja, das ist das, was mit dem Zaun schon passiert ist. Er hat nicht lange gehalten. Von daher, der geht jetzt dann auch komplett raus. Hier stehen noch letzte Sonnenblumenüberreste drin. Da haben sich im Winter und auch schon im Herbst die ganzen Vögel dran vergnügen dürfen. Oh, ich dachte immer, diese Zwiebeln würden gar nie mehr kommen. Aber sind sie irgendwie doch. Und irgendwie sind sie auch so ein bisschen gatschig, aber irgendwie auch noch ganz schön grün. Ja, hier stehen die Überreste noch vom Mais. Das hat ja letztes Jahr irgendwie nicht so gut funktioniert. Also der ist zwar gekommen, aber da waren dann auch ordentlich Schimmel dran zum Schluss. Was ich hier immer mal wieder vereiselt sehe, sind kleine süße Frühblüher, die hier durchkommen, glaube ich. Und was wirklich ein richtig guter Tipp war, letztes Jahr hier, wir hatten Lauch gesteckt, ausgesät, wie auch immer, ja. Und den konnten wir nie ernten. Der wurde dann aber hier richtig, richtig schön hat geblüht. Da hatten wir sogar eine seltene Wespenart, die wir dort beobachten konnten. Richtig toll. Und der hat sich hier natürlich entsprechend auch immer wieder selbst ausgesät. Und da sieht man verschiedene Stadien von Lauch. Und so ganz kleine auch. Ich denke mal, wir werden auch dieses Jahr wieder so einen kleinen Lauchbereich hier haben. Was runter ist, ist hier der Palmkohl zum Beispiel auch, ne? Der ist fertig, genau wie der Rosenkohl. Konnten wir lange bis in den Winter ernten, aber jetzt ist das natürlich auch vorbei. Genauso wie die rote Beete, die wir hier drin hatten, die letzten, habe ich einfach rausgezogen gehabt und raufgehauen, hier so als quasi eigenen Energieschub für dieses Beet nochmal. Und hier, was hatten wir denn hier drin? Ach, hier hatten wir den Fenchel, den wir auch selbst nicht ernten konnten, weil der einfach mal nur dünn war und nicht in die Knolle gegangen ist, richtig, aber da haben sich ja die Schwalbenschwanzraupen dran erfreut, die wunderschön aussahen. Das war eine große Freude. Was ich mir erhofft hatte hier, so hatten wir auch so Kohl im Herbst noch drin, der auch eigentlich winterhart sein sollte, ja. Pustekuchen, Pustekohl, nichts geworden. Was auch im Herbst gesteckt worden ist letztes Jahr und jetzt auch noch nicht so geil, ich weiß nicht, ist hier einfach der Knoblauch. Ja, sieht jetzt auch nicht so aus, als ob da noch viel kommt, was wir da wohl falsch gemacht haben.
Ich weiß es nicht. Oder soll man es jetzt nochmal düngen? Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ob sich das noch lohnt, weil ich meine, letztes Jahr sah das nach dem Winter schon ganz anders aus, der Knoblauch, den wir da gesteckt haben. Das ist das Beet hier, das Hochbeet, wo wir unsere Physalis, wo Massen an Physalis drin waren, die auch richtig super lecker waren und sehr spät dann auch entsprechend ja reif geworden sind und viele auch zum Schluss erfroren sind, aber die waren super lecker und da hatte ich dann, glaube ich, von den Yacon die ganze Erde reingemacht zum Schluss und von den Topinambur-Pflanzen. Ach, übrigens, da habe ich ja unten noch bei uns in dem Wasserschacht, was drinsteht zum Überwintern, und bei uns im Keller habe ich auch noch was stehen. Da muss ich ja mal gucken die nächsten Tage, wie das so geworden ist, ob das noch lebt, ob man das alles noch benutzen kann. Oh ja, hier gibt es noch Grünkohl und ich würde ja mal behaupten, dass man diesen Grünkohl auch ernten kann. Das werde ich, glaube ich, heute machen. Da drüben im Hochbeet steht er nämlich auch. Gehe da jetzt nämlich mal rüber. Hier in dem Hochbeet, der ist jetzt auch mal dran. Da sieht man hier, was ist das? Ja, das ist ganz einfach zu erzählen. Das sind Mäuse. Die erfreuen sich daran. Die fressen aber vom Grünkohl nicht wirklich was weg. Und selbst wenn, dann wäre es mir jetzt auch egal. Aber der Grünkohl, den kamen wir ernten. Und wir hatten auch im letzten Jahr die Mäuse dann ein paar weggefangen mit den Lebendfallen und wieder woanders ausgesetzt, also umgesiedelt in die Gärten unserer Lieblingsnachbarn. Also jetzt nicht zu Gitti, um Gottes Willen, und auch nicht zu unserem anderen Gartennachbarn. Das ging natürlich ganz woanders hin. Genau. Das hier kann man auch langsam... Boah, ist ja nur ein riesen Rosenkohl hier dran. Das ist auch schon ganz schön vergammelt. Ich glaube, das häcksle ich demnächst auch klein und haus hier wieder ins Beet rein. Dann sind die Nährstoffe auch nicht verloren gegangen. Ja, das wilde Blumenbeet, ursprünglich mal angelegt von Tim, ist jetzt seitdem, ehrlich gesagt, auch nicht mehr so viel passiert. Nee, das stimmt nicht. Ich glaube, wir haben diverse Frühblüher auch hier gesteckt. Martin und ich. Mal gucken, was damit in diesem Jahr wird. Ob das da mal wieder eine komplette Umgestaltung gibt. Weil wie gesagt, man muss sich ja auch ein bisschen drum kümmern. Und das ist im letzten Jahr irgendwie gar nicht passiert. Ja, aber Salbei wächst hier auch ganz gut drin. Es ist ja aber auch das wilde Beet. Also da darf ja auch ein bisschen mehr Wildnis tatsächlich sein. Ja, unser Baum, der sieht natürlich weiterhin traurig aus hier, der Apfelbaum. Was damit wird, da sind wir jetzt öfter gefragt worden, ja, könnt ihr denn nicht einen neuen da reinmachen? Ja, das Problem ist natürlich, dass man ja immer sagt, dass so ein Baum, also das einmal die Krone und dass die ganzen Wurzeln genauso wie die Krone sich da so ausbreiten. Da der aber regelmäßig beschnitten ist, würde ich jetzt davon ausgehen, dass die Krone ja viel größer wäre und dann da unten, also ihr wisst, was ich meine. Und wenn du jetzt, also den kannst du gar nicht ausbuddeln. Es sei denn, du gräbst halt den kompletten Garten um. Mit Nachbarsgarten wahrscheinlich, ja. Also musst du es drin lassen. Und wenn du dann einen anderen kleinen Baum da hinstellst, dann befürchten wir jedenfalls, hat er keine Chance. Also, nö, kann man nicht machen, scheinbar. Wenn ihr dazu gute Ideen hättet, wie es gehen könnte mit einem neuen Baum dafür, der den in den nächsten, klar, Jahrzehnten letztendlich ablöst, dann schreibt auch das gerne in die Kommentare. Ja, dann haben wir hier immer noch den Einkaufswagen. Und der ist ja sicherlich irgendwie immer Geschmackssache gewesen. Aber mittlerweile mit so gar keiner Pflege und über den Winter einfach nur noch hässlich. Ich vermute, er wird spätestens zum Frühjahrsputz hier ausziehen müssen. Ja, was natürlich weiterhin irgendwie eine coole Sache ist, ist dieses Ranggerüst. Da hatten wir ja ein Kürbis drin zum Beispiel, aber auch Bohnen. Das wird weiterhin genutzt. Ganz. Was ist denn hier passiert? Das fällt mir jetzt erst auf. Also hier hat scheinbar irgendwer dieses Netz rausgeholt. Also ich gehe jetzt mal von einem Tier aus, weil ja, wer sollte das sonst tun? Das ist ja ein bisschen merkwürdig. Gruselig auch. Schade. Wobei, so richtig doll bewachsen war das hier auch noch nicht. Aber auch das muss dann repariert werden. Nur habe ich am Anfang ja schon erzählt, dass ich über 5 Wochen in Thailand war.
und dementsprechend keine Videos hier gemacht habe. Aber ich habe Videos gemacht, wie ich in Thailand unterwegs war. Und wenn ihr Bock habt zu sehen, was ich da alles erlebt habe, das war wirklich angefangen von der Metropole Bangkok über Strandurlaub mit einem einsamen Resort, so ein Lost Place, den ich so ein bisschen erforscht habe. Und dann bin ich aber auch in den Norden, in den Isan gefahren, habe da Sachen erlebt, die völlig untouristisch waren und ich in Thailand so vorher noch nie erlebt habe. Also dann schaut auch gerne mal auf meinen Kanal, da freue ich mich, wenn ihr auch da mal einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben da lasst. Was wir noch gar nicht hatten, das war das Gewächshaus. Da bin ich mal gespannt, denn dort gibt es ja noch was, was man gegebenenfalls ernten könnte. Schauen wir mal rein. Schwupps. Oh, und das sieht hier auch ganz klar so aus, dieser Salat hier. Wobei ich schon zugeben muss, der Salat ist jetzt natürlich schon ein paar Monate alt. Jetzt nicht der jüngste. Was meint ihr? Würdet ihr den essen oder? Ich guck mal. Naja, warum denn nicht? Ne? Also ist vielleicht nicht mehr ganz so zart. Aber ja, der muss auf jeden Fall dann geerntet werden, finde ich. Sieht nicht schlecht aus. Hier ja die Artischocke, wo viele sagten, kommt wieder. Bin ich mal gespannt. Banane, tot. So, und wo ihr jetzt seht, wie unser Stand ist hier im Garten, meine große, große Bitte und Frage an euch, ganz klar, womit soll ich anfangen? Was ist die Gartenarbeit Nummer 1 im März, die ich jetzt machen muss? Aufdüngen mit so Kuhdünger oder anderem Mist? Bokashi habe ich gar nicht mehr, müsste ich neu besorgen. Mulchmaterial runternehmen? Oh Gott. Es ist wirklich, wirklich eine Menge, glaube ich, zu tun. Die andere Frage wäre auch Aussaaten. Wie weit sind eure Aussaaten? Dadurch, dass ich in Thailand war, habe ich nicht wirklich viel aussehen können. Quasi null. Aber zusammen mit unserer Freundin Adonia, vielen Dank dafür, haben wir Bestellungen für Jungpflanzen abgegeben. Und wir haben da auch noch was anderes in der Hinterhand, was wir ausprobieren wollen dieses Jahr. Bin ich mal gespannt, ob das gut funktioniert. Aber wir haben natürlich auch noch eine ganze, ganze Menge Saatgut zu Hause, was wir letztes Jahr bekommen haben beispielsweise, auch geschenkt von euch und an anderer Stelle. Und deshalb meine Frage, was sollten wir denn jetzt im März aussehen und was seht ihr im März jetzt aus, beziehungsweise habt ihr schon ausgesät im Januar und Februar? Also schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, was ihr so an Pflanzen plant. Denn ich will mal gucken, wir haben ja überhaupt gar keinen Beetplan oder irgendwas gemacht, wie wir es im Jahr zuvor gemacht haben. Es wird alles ein bisschen spontaner. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Freut ihr euch, dass ich wieder da bin? Wollt ihr überhaupt, dass ich weiterhin Videos aus dem Kleingarten hier mache? Ihr wisst ja, Ende letzten Jahres hatte ich so ein paar Struggle. Bin ja viel alleine hier gewesen. Aber ja, ich möchte mal eure Meinung wissen. Ja? Wollt ihr weiterhin sehen, dass ich hier in diesem Garten arbeite, mache und tue? Dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ach, aber eine richtig geile Sache gibt es schon zu sehen. Zwar auch noch nicht zu ernten, aber wird wohl zu den ersten Sachen gehören, die wir reichlich ernten können. Und das liebe ich ja auch. Freue mich da jetzt schon darauf, richtig leckeren Kuchen draus zu machen, leckeres Kompott. Und das ist was? Ihr dürft, wenn ihr im Live-Chat seid, jetzt schon einmal raten, bevor ich langsam rüberschwenke und euch diese wunderbare Pflanze zeige. Richtig, es ist der Rhabarber. Und hier kann man wohl, um schneller zu ernten, sogar irgendwie einen Topf rüberstülpen, ähnlich wie man das mit Spargel macht. Und dann wird es darunter immer ein bisschen wärmer sein. Und das Ganze geht schneller. Und nicht nur an der einen Stelle, wie in jedem Jahr, auch wieder hier an dieser Stelle. Und wir sprinten gleich nochmal nach unten an die dritte Stelle, wo wir ja immer Rhabarber hatten in den letzten Jahren. Wird auch, ja, auch dort sind die kleinen wunderbaren Knospen des Rhabarbers zu sehen. Leute, darauf freue ich mich, vor allem auf
Rhabarber-Crumble-Kuchen. Was sind eure liebsten Rhabarber-Rezepte? Ich weiß, ich werde das noch ein paar Mal fragen, gerade dann, wenn der reif ist. Aber bereitet uns doch schon mal einfach ein bisschen so ein bisschen Wasser im Mund. Puh. Erste Folge in 2023. Und ich hatte eine Menge Fragen an euch, ja, was ich hier für Pflanzen gesehen habe zum Teil, aber auch was ich jetzt an Gartenarbeiten zu erledigen habe und was unbedingt ausgesät werden muss. Schreibt uns das super gerne in die Kommentare und schreibt auch in die Kommentare, ob ihr überhaupt noch wollt, dass hier weiter Videos entstehen. Ich freue mich auf nächste Woche. Vielleicht dann schon so warm, dass ich hier ein bisschen was machen kann. Heute friere ich mir die Finger ab und gehe jetzt auch mal nach Hause. Nach Hause heißt in meine neue Wohnung. Ja, auch das hat noch kurz vor meinem Urlaub funktioniert. Ich habe eine neue eigene Wohnung, wieder 5 Minuten vom Garten hier entfernt. Bin super glücklich darüber. Ihr Lieben, habt einen wunderbaren Start in die neue Woche und wir sehen uns jetzt regelmäßig wieder. Das ist versprochen. Tschüssi, bis dahin, euer Robert.